ESTV – Videos aus der Region. Seit 10 Jahren gibt es nun die Kinderbiennale in Esslingen. Und so manch ein Kind hat durch die Projekte wie die Schlemmerbande seinen Beruf gefunden. Gefeiert wurde das Jubiläum nun bei der IHK mit zahlreichen Gästen. Die gute Seele der Kinderbiennale ist Margit Bäuerle, die vor 10 Jahren die Idee hatte, Berufe Kindern näher zu bringen. 10 Jahre ist ja auch nicht so eine kurze Zeit und auch, ich bin ganz gerührt, wenn ich so die Bilder angucke, die auch so in 10 Jahren passiert sind. Viele Kinder, ehemalige, sind da und das rührt mich natürlich auch sehr. Und ja, es ist einfach auch schön, dass so Große schon wieder die Kleine unterstützen, das ist einfach toll, ja. Von den kleinen Technikern, den Medienmachern, den kleinen Künstlern über die Stadtführer bis hin zur Schlemmerbande können die Kinder in den Projekten ihrer Kreativität freien Lauf lassen und so vielleicht auch den richtigen Beruf für sich finden. Schirmherr der Kinderbiennale ist Esslingens Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger. Ich bin von Anbeginn an Schirmherr und kann damit auch Türen öffnen zu Unterstützern. Das ist durchaus hilfreich, auch über 2 Stiftungen, in denen ich die Ehre habe, Vorsitzender zu sein, kann ich die Projekte auch materiell unterstützen mit Geld und damit helfen, dass die dann auch Wirklichkeit werden und dass es sie auch für junge Menschen aus einfachen Verhältnissen bezahlbar sind und die mitmachen können. Das gehört für mich zur Teilhabe dazu. Das ist das, was ich persönlich leisten kann und auch tue. In 10 Jahren ist viel passiert, aber auch neue Projekte stehen schon in den Startlöchern, wie Margit Bäuerle erzählt. Wir haben schon wieder was ganz Neues angerüttelt. Wir würden ein Ferienprogramm machen, wo eben Mädchen direkt in einen Männerberuf gehen, also direkt in ein Energieunternehmen, wo auch wirklich dann ein richtiger Männerberuf ist, also nicht nur Industrie, sondern deutlich härter. Und es wird ein für die Jungs gleichzeitig Pflegeberuf sein, also Tagespflege, Seniorenheim, Kindergarten und Krankenhaus sein. Und dann Ende der Woche, da spricht man miteinander, was haben die für Erfahrungen gemacht. Das ist ein neues Projekt und Idee. So gratulieren auch wir zum Jubiläum und wünschen für die nächsten Projekte alles Gute. ESTV – Videos aus der Region.